So, meine Damen und Herren, einen schönen guten Tag. Es ist wie immer, man kommt an, es beginnt zu regnen. Aber man muss den Ort ja erstmal finden, wo man hin möchte. Und dann nehmen wir das noch wenigstens mit. Noch mehr. Ich habe überhaupt noch gar nicht aufgebaut. Ich muss noch das Stativ rausholen. Das heißt, ich halte die Kamera jetzt so. Bitte also den einen oder anderen Wackler zu entschuldigen. So, zu dieser Zeit lebten wir ganz gut mit 2G, von mir gibt es aber nur 2i. Intro und Infos. So, liebe Leute, einen schönen guten Freitagtag. Zumindest ist gerade Freitag. Mein erster Urlaubstag im Winterurlaub 2022. An diesem 21. Januar. Willkommen in Kirchen an der Sieg. Das ist die Siegstrecke. Auf der gibt es anscheinend ja doch nur Gewinner. Köln-Siegen im Bereich des Bahnhofs von Kirchen. Zuständig ist der Verbandsleiter Betzdorf. In dem Bahnhof gibt es 2 Bahnübergänge, einen ziemlich hochmodernen LED. Den knüpfe ich mir das nächste Mal, wenn ich hier bin, mal vor. Jetzt aber erstmal diese schöne alte Blinklichtanlage. Dürfte signalgesteuert aus beiden Richtungen sein, da im Bahnhofsbereich. Direkt vorm Bahnübergang hier endet auch die Erlaubnis für Rangierfahrten. Aber ich glaube, planmäßig muss man hier nicht ganz so viel rangieren. Verkehrsangebot, RE9 von Regio NRW, Aachen, Düren, Köln, Troisdorf, Siegburg, Bonn, Hennef, Au, Betzdorf nach Siegen. Entweder mit Hallen 2, Baureihe 442, 4 und 5 oder 5-teilig in Doppeltraktion oder 5 Doppelstockwagen, Wendezug mit Baureihe, mit Lokbaureihe 146.0. Seinerzeit die ersten 146er, als die Dinger in Mode kamen. Aber sie laufen ja. Güterzüge, sonstiges, eben auch schon gesehen. Und bereits auch gesehen die HLB mit 2 Linien in diesem Bereich. Einmal die RB90 von Siegen über Kirchen, Betzdorf, Au, Altenkirchen, Westerburg bis Limburg an der Lahn. Aber es fahren nur wenige Züge die komplette Strecke. Das läuft vielmehr in Abschnitten und was in diesem Abschnitt ist, geht dann bis Altenkirchen oder Westerburg. Und die Limburger Züge beginnen dann auch oft erst in Altenkirchen oder Westerburg. An der Strecke gibt es da auch noch Anlagen. Wir haben noch viel zu tun, ne?
Das Ganze mit Lind-Triebwagen, Baureihe 640, der einteilige, 648, der zweiteilige, Lind 27 bzw. Lind 41. Und mit diesem Material wird ebenfalls gefahren die RB 93, die beginnt in Betzdorf, fährt über Kirchen dann nach Siegen, von da aus weiter über Kreuztal und Erntebrück bis Bad Berleburg. Die beiden Linien gehören zum Netz der Drei-Länder-Bahn. Drei Länder im Sinne von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen. Da auch Dillenburg im Hessischen mit den Linien erreicht wird. Da gibt es auch modernere 648. Ich weiß nicht, ob die als 1648 laufen. Da müsste ich jetzt beim Vorbeifahren, wenn ich dran denke, mal drauf gucken. Ja, wenn beide Rheinstrecken übrigens zu sind, dann geht auch gelegentlich mal ein Fernzug hier lang. Ansonsten ist hier Fernverkehr sehr außerplanmäßig. Okay. Ich stelle fest, das Auto sieht wieder aus wie eine kleine Sau. Aber vor mir ist vorhin der Kipplaster gefahren. Ich habe zwar schon locker 50 Meter dazwischen gelassen, aber irgendwie war das wohl doch noch nicht genug. ja, einen schönen Gruß hier aus Kirchen an der Sieg. Viel Freude mit den nachfolgenden Aufnahmen. Die entstehen heute in mehreren Abschnitten, einmal jetzt kurz vor Mittag. Und dann habe ich eine Erhebungsfahrt ab Siegen. Da fahre ich gleich mit dem Zug rüber. Ich lasse das Auto hier stehen. Und dann noch eine. Dann komme ich mit dem Zug wieder zurück. Mache dann hier die weiteren nächsten Aufnahmen. Und dann habe ich noch eine Fahrt von Betzdorf nach Neunkirchen. Die sogenannte Hellertalbahn. Und. Wenn ich dann immer noch nicht fertig bin, komme ich hier abends nochmal hin. Das könnten also am Ende dieses Videos die ersten Bahnübergang im Dunkeln Aufnahmen werden. Schauen wir mal, wie sich der Tag so entwickelt.
war jetzt einer, der die komplette Strecke durchfährt. Von Siegen bis Limburg. Und das mit einem rollenden Klo. Nicht schlecht. So, die weiteren Aufnahmen am Nachmittag. So, ein paar Stunden später als eben, abends jetzt nach 16 Uhr und jetzt bin ich guter Dinge, die Aufnahmen vor Einbruch der Dunkelheit zu Ende zu bekommen. Schon mutig bei dem Bodenwellen noch bei Rot rüber zu fahren. Respekt, ey. So, Vorteil neues Stativ. Ich kann das hier halbwegs so gerade einstellen, dass die Kamera gerade guckt. Aber die Steigung hier auf dem Stück ist doch beträchtlich.
Dankeschön, dass Sie mich nicht ins Bild fahren. Weil das hätte voll reingepasst. Dankeschön. Wir bedanken uns bei der netten Taxifahrerin, dass sie nicht reingefahren ist ins Bild. Das wäre jetzt ziemlich doof gewesen. Je größer das Auto, desto, oder wie war das? Letzte Aufnahme aus Kirchen an der Sieg. Seid gedankt fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.